Aufgabe 2.2. Punkte PN liegen auf der Strecke BS. Mit Strecke BPN gleich x Zentimetern. X liegt zwischen 0 und 12,85. X ist aus dem Element der reellen Zahlen. Die Punkte PN sind die Spitzen von Pyramiden C, A, S, PN. Zeichnen Sie für x gleich 4 die Pyramide CASP1 und die zugehörige Höhe P1F1, deren Fußpunkt F1 auf der Strecke MS liegt, in das Schrägbild zu 2.1 ein. Berechnen Sie sodann das Volumen der Pyramide CASP1. Also die Strecke BPN sind x Zentimeter. Und wenn wir jetzt für x gleich 4 haben, ist der Punkt Pn von b, hier jetzt in dem Fall P1, von b 4 cm entfernt und liegt zudem auf der Strecke bs. Damit erhalten wir den Punkt P1, der hier liegt. Außerdem soll man die zugehörige Höhe P1F1, deren Fußpunkt F1 auf der Strecke MS liegt, einzeichnen. Hier ist die Strecke MS. Wir wissen, die Höhe liegt immer senkrecht zur Grundfläche. Also in diesem Fall so. Hier haben wir einen rechten Winkel und den Punkt F1. Weiter heißt es, berechnen Sie sodann das Volumen der Pyramide CASP1. So, das ist unsere Pyramide und dessen Volumen müssen wir berechnen. Nochmal ganz wichtig, der Punkt P1 ist die Höhe dieser Pyramide. Also nicht von S als Höhe ausgehend, sondern von P1. Damit ist die Grundfläche ASC. So, die kann man ganz einfach berechnen. Es ist ein Dreieck, also kann man die ganz normale Flächenformel ansetzen. 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite nehmen wir die Seite AC und als Höhe die Strecke MS. Beide Seiten sind bekannt, also 1/2 mal AC waren 8 cm. Mal MS sind 9 cm und das ergibt dann 36 Quadratzentimeter. So, für das Volumen der Pyramide brauchen wir aber noch die Höhe. Die Höhe ist nichts anderes als die Strecke P1, F1. So, diese Strecke müssen wir jetzt noch berechnen. Schauen wir mal nach, ob wir die geeigneten Seiten schon kennen, im Dreieck P1, F1, S. Wir kennen natürlich die Höhe nicht, auch die Strecke F1, S ist uns nicht bekannt, aber die Strecke P1, S kennen wir sehr wohl, weil wir haben schon ausgerechnet, BS sind, hier steht, die 12,85 cm.
Wir wissen, BP1 sind 4 Zentimeter. Also ist P1S 8,85 Zentimeter. Okay, schauen wir uns nach, ob das schon reicht. Wir haben eine Seite und wissen nur, hier ist ein rechter Winkel. Das heißt, normale Sinus, Kosinus oder Tangens wäre ansetzbar, wenn wir noch einen zusätzlichen Winkel kennen würden. Oder aber wir wissen, P1, F1 liegt parallel zur BM. Und damit können wir auch den Vierstreckensatz ansetzen. Ich gehe jetzt hier über den Vierstreckensatz, die besagt, P1, also die Strecke P1, F1, diese hier, also die kurze Strecke, verhält sich zur langen Strecke wie die kurze Strecke P1S zur langen Strecke BS. Dann setzen wir die Zahlen ein. P1 F1 geteilt durch BM hatten wir auch oben schon mal berechnet mit den 9,17. Ist das gleiche wie P1S, 8,85 cm, geteilt durch BS. Und das sind die 12,85 cm. Das kann man jetzt entweder mit Hilfe des Solvers berechnen, oder wenn wir über die Umformung gehen, bleibt übrig, P1 F1 ist 8,85 cm geteilt durch 12,85 cm mal 9,17 cm. Und daraus folgt eine Länge von 6,32 cm für P1 F1. Damit haben wir jetzt schon alle Größen gegeben. Können wir die Volumenformel ansetzen. V von CASP1 ist gleich ein Drittel mal Grundfläche mal die Höhe, wenn ich jetzt HP, ist gleich ein Drittel mal 36 Quadratzentimeter. Mal die Höhe sind 6,32 cm. Und das gibt ein Gesamtvolumen von 75,84 Kubikzentimetern.